So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Beginner's Guide Part Nummer 3. So, fast die Stelle, wo wir aufgehört haben. Der Dachglitch hat leider nicht funktioniert, aber egal. Sehen wir uns doch hier mal. Schade. Oh. Oh. Ist ja nicht so toll, ne? Okay, kann ich nichts machen. Putzen. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich muss das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit gewesen. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken, an so einen schönen Ort bleibe ich gerne die ganze Nacht hier. Meist sieht, dass es ein bisschen vorher ist. Putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took 2 months to create as a result. Ja, ich gehe ins Schlafzimmer, mach das Bett. Ah, die Musik ist echt schön, ne? Oh, voll geil, Alter. Kurz ein bisschen zuhören. Das ist schon sehr geil, also. So in der perfekten Welt leben. Naja. Schlafzimmer. Ist das ein Schlafzimmer? Make the bed. Hab das Bett gemacht. Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade, während du da drin bist? All die Kleinigkeiten zählen. Straighten out, Drack. Wie kamst du zu dieser Arbeit? So unordentlich habe ich das Haus lange nicht mehr gesehen. Wie kamst du zu dieser Arbeit? Eine Freundin hat mich dazu gebracht, als ich dringend Geld brauchte. Und da hat sich herausgestellt, dass mir keine Arbeit mehr Spaß gemacht hat. Daheim habe ich nie gerne geputzt. Vielleicht habe ich irgendwelche Dämonen. Apropos Dämonen. Dieses Sofa ist die reinste Sauerei. Kommst du bitte und bringst die Kissen in Ordnung. Arrange the pillows. Ja, hier drüben am Sofa scheint jemand etwas verschüttet zu haben. Kannst du es aufwischen, wenn du schon da bist? Ja. Soll ich dir mal ein ganz persönliches... Weißt du, soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Ist das in Ordnung? Käse ist immer gut. Käse ist immer gut. Das ist eine dumme Antwort einfach. Nein. Nein, das ist blöd, tut mir leid. Egal. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Warum übernimmst du das nicht? Wash the dishes. Ich glaube, die Wanne muss ja wieder geputzt werden. Wie wäre es, wenn du dich darum kümmerst und sie ordentlich sauber machst? Muss nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen. Scrub the rub. Cool. Liegen im Schlafzimmer noch Bücher auf dem Boden herum? Wenn ja, könntest du sie bitte ins Regal einräumen. Nice. Perfekt. Nun denn, warum kommst du nicht und räumst Geschirr ab? Schon wieder. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you and eventually cohere into something meaningful. Ein Hausputz ist nicht einfach, wie machst du das? Schätzchen, lass dir was sagen. Wie schwierig der Hausputz ist, liegt allein an dir. Wenn es dir zu schwer fällt, solltest du dich vielleicht besser vorbereiten, bevor du zu alt erscheinst. Ah, wieder in Magie. Gardinen predigen, na klar. Mach dir jetzt keinen Kopf. Bring erstmal den Teppich im Schlafzimmer in Ordnung. Hä? Die ich nicht schon wieder sauber gemacht, gehen. Da wollte ich sagen, das Haus eines Menschen wie eine Seele ist. Wenn man gut darauf aufpasst, brütet es einen auch. Weiß ich, warum er so komisch kam. Verstehe, was sagt man nicht? Hast recht, ziemlich der Käse. Ist was Wahres dran. Wie dem auch sei. So. Putzen. Lass uns weitermachen. Die Bücher. Bringst du bitte die Bücher in Ordnung? Danke. Huch. Schade. Meine Güte, die Sofakiste ist ja total durcheinander. Wie
Wieso machen wir die Arbeit immer wieder? Frage. Frage? Macht dir das Spaß? The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Okay. Dann chillen wir mal ganz kurze Sekunde, Minute und nehmen das Ganze mal wörtlich. Nur für einen ganz kurzen Augenblick. Kurz auf die Uhr gucken. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Naja, let's go. Mal sehen, was uns denn jetzt hier oben so erwartet. Aber es war gerade echt schön. Also die Musik, die war schon ziemlich geil. Oh, du schon wieder. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Alles, was wir lieben, zum Vortragspreise. Warum bist du heute hergekommen? Um dein Leben zu verbessern? Um dich beruflich zu verbessern? Um eine Beziehung zu vertiefen? Nein. Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. Was? Ja, dieser Kurs heute wird dir beibringen, wie man perfekt wird. Ich möchte, dass sich deine Freunde die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz, egoistisch, undankbar? Ich werde dich in solche Person verwandeln. Perfection is with your grasp. Geil, Englisch. Und die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir damit möglichst wenig Aufwand schaffen. Wie wir es ist einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Perfekt zu sein geht ganz ohne Aufwand. Wow. And you play as the teacher. And suddenly you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you. What the fuck? Oh, and also you can move around the classroom now. Kinder sollten ihren Träumen nicht folgen. Ich sag nur eines, wenn es sich wehtut, ist es nicht die richtige Lösung. Wer sich quält, die richtige Lösung nicht, der macht es nicht richtig. Okay. War nur ein Scherz. Was will ich denn? Nein, da hinten kommt immer aus dem Raum heraus. Vorsicht! Hören. Nichts. Niemand. Ich wollte dich zerstören! I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. Okay, das war strange. Cool. Das war interessant. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Wow. Heftig. Woo! So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze, bitte. Okay. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Gut, bleib genau so. Die Frau drüben in der Schule ist professionelle Tierfotografin.
Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Okay. Okay, komme ich nicht mehr zurück. Lol. Wo ist die Toilette? Was machst du denn? Du lenkst ab, du sagst nicht, was du auf dem Herzen hast. Hör auf herumzutänzen und beginne ein Gespräch mit dieser Person. Nochmal von vorn. Ich mag dich. Nein, 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 das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns herum. Okay. Sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo jetzt bist. Du hast bestimmt gelernt, mit Schmerzen umzugehen. Ja, das klingt gut. Du vergeigst das wieder total. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Aber nur ein Stück. Hey Lampe. Sup. Oh. Lol. Okay, ja, so passt es. So hat es ausgesehen. Eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety. To fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looks to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. RIP! But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Okay. Möbiusflug, um die Spiele zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicken hier, klicken um das Spiel die Augen schließen. Okay. Was ist hier los? Captain, was können wir tun? Hilfe, ich kann dann sterben. Ich kann nicht sehen. Hä? Ich könnte das doch gar nicht tippen. Ich bin doch blind. Ich kann ja nichts sehen, ne? Ich bin ja eigentlich blind. Ja. Hä? Lol. Hilfe, ich bin blind, ich kann nichts sehen. You probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. Oh, cool. A solution, by the way. Was ist hier los? Da war eine riesige Tür. Ich bin... Okay, jetzt aber ernsthaft. Ja, was ist hier los? So kann ich doch nicht sterben, so kann ich doch nicht sterben. Ja, warum kann ich nichts mehr sehen? Bitte lass es nicht ewig dauern. Ich bin blind, ja. Hä? Was? Oh. Oh. Gut, das hätte ich vielleicht eher sehen sollen.
So, was ist hier los? Wahrheit. Der einzige Ausweg ist, mit jemandem zu sprechen, der ehrlich nicht. Nein, nein, das ist nicht wahr. Ich muss mit jemandem sprechen, der ehrlich ist. Und Rap. Okay, also er da oben. Alle sind blind. Ich kann nur mit dem reden, der die Wahrheit sagt oder der ehrlich ist. Lässt sich nur halt, indem man die Wahrheit spricht. Ich kann nicht mehr. Ja, genau so. Das ist wahr. Oh. Das ist sad. Ich fühle es nicht mehr. Ich habe keine Ideen mehr. Es zerrt mich auf. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where does that come from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Wow. What is this? Oh. Das ist ja cute. Wo kommt diese Insel her? Aber die Musik ist echt schön, ne? Ist eine Person, wie schön. Ich habe schon so lange mit niemand mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ich habe überhaupt keine Idee mehr. Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Oh nein. Was ist los? Hat sich was geändert? Suche nach diesem Motor da. Okay. Huch. Oh. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Was? Da musst du mich hinbringen. Kann ich machen, aber da gibt es ein Problem. Sie muss ja einem schwierigen Gerät zu bewachen. This one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle. Deal. Ich habe 3 gedrückt. And yet still he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Komm mit, ich zeig's dir. From my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Jetzt musst du den Schalter drin drücken. Ich sehe hier keinen Schalter. Wie sage ich denn das jetzt am besten? Dann drück den Schalter drin, dann öffnet und schließt die erste Tür. Ach so, okay, mach das auch. Okay, und jetzt drück einfach diesen Schalter. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Hier ist keine Maschine.
Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, was denn Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren, dass du es immer liebst. Sicher. Huch. Chill. Ah, das ist herrlich. Warum diese Hintergrundgeräusche? Warum habe ich mich so schlecht gefühlt? Mach dir keine Gedanken, red einfach weiter. Sag weiter, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Es ist einfach und es wird immer schwierig sein. Ja, das ist gut, weiter so. Really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about, and I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Ja, weiter, mach weiter. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Das ist schon not bad, die Maschine. Okay. Der Coder scheint ja ziemlich abgefuckt zu sein. Mich würde mal interessieren, ob diese Geschichte wirklich, also diese Coder-Geschichte ja wirklich so existiert hat. Wir haben die Maschine gefasst, sie wartet nun auf sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer sie möchten. Ich versuche leise zu sein. Sehr gut. Schmiedstür. Eigentlich hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir mit etwas Interesse zu rechnen haben. Alles noch, was wir über die Maschine wissen sollten. Sie nennt sich Coda. Oh. Presse. Okay. Das ist die Maschine. Du hast angehalten. Du hast angehalten. Ach du Kacke. Du hast aufgehört zu füttern. Deine Arbeit hat zu Leben gehalten. Du kannst ja für die Leute draußen wegen dir durchmachen, was hast du geschaffen hast. Wir können die ja ordentlich zum Laufen machen. Können wir die wieder zum Laufen bringen? War so allein. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Nein, nichts. Überlegst dir genau. Ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Ich habe gesehen, wovor du dich fürchtest. Na gut, dann werde ich mich in deinem Namen beim Menschen entschuldigen. Huch. Meine Anhänger. Nein, meine Freunde. Ich nicht Gutes mitzuteilen. Die Maschine will nicht zugeben, uns etwas geschadet zu haben. Die Maschine wird sich zuerst entschuldigen. Doch das spielt keine Rolle. Wir sind stärker, als sie meint. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lass uns Vergeltung üben, lass uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Folgt mir, wir werden die Maschine zerstören. Folgt mir, wir werden alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. Hä, schon wieder das? Why? Was ist hier? What? Ich kann jetzt einfach alles wegschießen. Sure, why not? Cool, ich werde das, dass man sich nicht vergisst.
Die werden alles wegschießen, was er hier gemacht hat. Es ist nicht, dass du vor die Füße ist, zack, ein Tag und du den anderen ausgezählt. Klar und deutlich. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his game. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Huh. Naja, mach halt noch ein bisschen kaputt. Ja, ich würde schon, huch, ein bisschen als selbstzerstörerisch bezeichnen. I took this one and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game and some of the prison escape game. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all is just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Sind wir da? Oh, die Maschine. Was kann ich tun? Runter mit der Waffe. Oh, wir heben sie. Kann ich die runternehmen? Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Okay. Ja, jeder mag ein bisschen Anerkennung für die Sachen haben, die man schafft. So anyway, Coda finishes this game and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011 and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere one day I get an email and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower. And to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Ja, und bevor wir das machen, beende ich den Part nochmal schnell hier, ne? Einfach weil ich kann. Also dann sehen wir uns zum vierten und wahrscheinlich auch letzten Part wieder, wenn wir das Spiel dann beenden. Ne? Klingt gut, oder? Ich weiß, es ist ein bisschen arschig. Aber ich weiß, dass das Spiel ungefähr 2 Stunden geht. Also nur den nächsten Part beenden reicht es zu. Also dann, bis zum nächsten und hoffentlich wahrscheinlich letzten Part. Und bis dahin.